Hallihallo, Hallöchen, ihr lieben Liebenden. Zurück zu Mass Effect 2. Wir waren zum Schluss auf der... Also wir haben ja hier den Caden nochmal getroffen. Wir haben ihn ja gerettet und er hat uns mehr oder weniger in den Arsch getreten. Und dann haben wir vom Creepy Eye irgendwie 3 neue Missionen bekommen. Soweit ich mich erinnern kann. Ist ja schon wieder hier eine Weile her. Und... Die 3 Missionen werden wir jetzt besiegen. Besiegen, sei schon. Also hier, erfüllen und so. Ne? Das ist unser Ziel in dieser Aufnahme. Und wir sind hier der gut aussehende junge Mann. Mit den leuchtenden Einsätzen am Kinn und so. Ne? Aber die Namen fallen ein bisschen. Kann dann sein? Naja, gut. Wir wollen mal gucken. Und ich muss ja... Miezekatze ist übrigens wach. Also wird wahrscheinlich auch wieder hier ihren Gastauftritt haben und genießen in der Aufnahme. Ja, da kommt sie auch schon. Sehr schön. So, irgendwie kann man ja hier... Ne, warte mal. Ich wollte mal hier rüber gucken. Ins Tech-Lab. Weil wir haben ja jetzt hier Mr. Professor. Der wird ja da morden ordentlich. Ich spreche mal mit ihm. Mir geht es immer noch um diese Waffen-Upgrades, ne? Also ich habe das immer noch nicht so ganz verstanden. Ich habe ein bisschen was dieses... Wie kann man aus dem Fenster gucken? Cool. Ich habe ein bisschen was gelesen dazu in irgendeinem Forum... Und jetzt weiß ich natürlich nicht, wo kann ich sehen, ob ich das, was ich da gelesen habe, auch schon eingesammelt habe, diese ganzen Upgrades. Weil es gibt für jede Waffe, also für Sturmgewehr und für Schrotflinte und für schwere Pistole, bla bla bla, gibt es irgendwie Upgrades, die man einsammeln muss. Und ich habe keine Ahnung, ob ich die gefunden habe oder nicht. Vielleicht kann er mir das sagen. Morden, hallo, Tag, Chef. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Nee, das hatten wir schon mal. Ich will über Sie reden, ne? Das brauchen wir nochmal. Zurück an die Arbeit. Genau. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Jawohl. So. Forschungsterminal. Upgrades untersuchen, dann klingt das schon mal danach. Okay. Und wie kann ich die denn einsetzen? Sind die automatisch eingesetzt oder so? Ich habe keine Ahnung. I don't know. Forschungsterminal. Panzerupgrades betrachten. Traumamodul. Ach, du Gott. Ich verstehe. Medigel-Kapazität. Machen wir mal Platin für. Wo finde ich denn Platin, bitteschön? Erhöht um 2. Schadensschutz. Gruppenbonus auf Schilde, Barrieren und Panzerung. Palladium. Schadensschutz erforschen. Diese und andere Upgrades können ihr im persönlichen Terminal einsehen. Forschung. Jawohl. Habe ich noch was? Waffen-Upgrades. Betrachten. Sturmgewehr. Das ist eigentlich ganz gut für den Kroganer. Ich glaube, es hat Sturmgewehr. Dieses Upgrade verstärkt den Masseneffekt-Feldgenerator der Waffe, wodurch die Geschwindigkeit des Projektils erhöht wird. Wusch. Schilddurchdringung. Boah. Eine Schrotflinte Schaden-Upgrade zum Freischalten erfordert 11.000 Platin zur Erforschung. Wie kommen die auf 11.000? Erhöht den Schaden gegen Schilde, biotische Barrieren um 50%, verbessert Schrotflinten, schwere Schrotflinten und Sturmschrotflinten für ihre Gruppe. Zurück. Was sind Prototypen? Man sitzt ja jetzt hier. Organische Vitalität. Kräfte neu ausbilden. Forschung, Element Zero. Kroganische Vitalität, Platin. Alle kroganischen Gruppenmitglieder erhalten 25% Gesundheit. Cool. Ein Wissenschaftler namens Okir hat ein Watt-Retrovirus entwickelt, das zum genetischen Code der Kroganer passt. Modifiziert man die Gensequenzen in diesem Virus und injiziert dann einem Kroganer eine geringe Dosis davon, wird dadurch sein genetischer Code verändert. Das ist ja spannend. Kräfte neu ausbilden. Das fortgeschrittene Training gestattet es Shepard, Punkte erneut auf Kräfte zu verteilen. Es gibt dabei keine zusätzlichen Punkte. Shepard kann dieses Forschungsprojekt mehrfach durchführen. Nach jedem Abschluss werden alle für Kräfte vorgegebenen Punkte frei und können direkt im Anschluss an das Forschungsprojekt im Gruppenmenü neu verteilt werden. Pam! Na, dafür gebe ich gerne doch was aus. Gruppenpunkte 18.
Ach so. Inferno, Gruppenbrandmunition. So, Sturmangriff habe ich eigentlich kaum genutzt. Angriffsmeisterschaft, was ist das hier? Entwickelt, warte mal hier, wie machen wir hier den? Immer, ja, das kriegt man schon. So schön, sehr gut. Huch, ja. Was? Achso, bitte wählen Sie die weiterentwickelte Version der Kraft aus. Inferno-Munition. Eine Sprengladung verteilt den Schaden der Munition beim Aufprall und kann zudem das Ziel und alle Feinde in der Nähe in Brand stecken. Aufladezeit dauert halt an. Feuerschaden 60% des Waffenstandes über 3 Sekunden. Feuerschaden Gruppenbrandmunition. Ihre gesamte Gruppe erhält den Effekt ihrer Brandmunition, sodass sie buchstäblich ein Kreuzfeuer aus Schmerz und Panik entfachen können. Hält an, bis sie von einer anderen Munitionskraft ersetzt wird. Feuerschaden 40% des Waffenschadens über 30 Sekunden. 3 Sekunden. 60% oder 3x40%. Sehe ich das jetzt richtig? Also wenn sich alle auf 1 konzentrieren, dann wisst ihr Bescheid. Ja? Kyro-Munition. Friert Feinde ein, sodass sie mit Schusswaffen oder Biotik... das ist ja spannend. Das ist natürlich auch wichtig. Ich brauche nämlich hier ein bisschen... Leider Gottes brauche ich das hier. Aber Kyromuni können wir ja machen. Mal hier diesen. Und den sparen wir uns auf. Okay. Schockwelle eigentlich ziehen hatte ich nicht. Schockwelle war ich irgendwie keinen Effekt gehabt bisher. So, aber ich verballere hier schon wieder meine Zeit. Erfolgsupdate. Volle Kraft voraus. Techniker. Taktische Verschiebung. Schadensschutz. Achso. Das heißt, diese Upgrades, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind automatisch drin. Na, ist ja spannend. Gut zu wissen. So, ihr Lieben, wo geht's jetzt hin? Zur Galaxiekarte. Aber ich habe bestimmt wieder Commander, private... Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Na, wusste ich's doch. Ungelesene Nachrichten. Auswählen. Vom Unbekannten. Shepard, wie ich sehe, haben Sie Okis Korgana aufgeweckt. Eine riskante Entscheidung, aber Sie haben bei dieser Operation freie Hand. Wenn Sie sicher sind, dass ein nützliches Gruppenmitglied abgibt, wenn er ein nützliches Gruppenmitglied abgibt, haben Sie meine Unterstützung. Sie brauchen in dieser Schlacht jede Waffe, die wir kriegen können. Jawohl, vor allem hier dieses... Sollte sich dieser Grun als unzuverlässig erweisen, sodass man ihn eliminieren muss, verlieren Sie die Leiche nicht. Er basiert zumindest teilweise auf Kollektorentechnologie und könnte nützliche genetische Daten liefern. Aber wie gesagt, Sie haben freie Hand. Jawohl, es ist wieder ruhig. Klinik auf... Komm an, ich wollte Ihnen nochmal danken, dass Sie... Achso, hier, Solus Klinik, Dings, der andere Typ wieder. Alles klar, okay. Heilung Ihrer Gesichtsnamen. Ach du Gott. Leitender medizinischer Offizier Shakwas Commander. Ich habe weitere Nachforschungen bezüglich Ihrer Gesichtsnamen angestellt. Die alte Binsenweisheit, der Geist bezwingt den Körper, ist wahr. Eine negative Einstellung und aggressive Handlungsweise lösen in Ihren kybernetischen Implantaten Abstoßungsreaktionen aus, während friedliche Gedanken und Mitgefühl den Heilungsprozess fördern. Wenn Sie eine positive Haltung bewahren, werden Ihre Gesichtsnamen von selbst verheilen. Andernfalls könnten wir durch einen chirurgischen Eingriff Ihre kybernetischen Implantate abschirmen und die Heilung unabhängig von Ihrer mentalen Verfassung beschleunigen. Ich habe die Pläne für die neue medizinische Ausrüstung in Ihrem Forschungsterminal im Tech-Labor aktualisiert. Mit freundlichem Gruß, Chuck, was? Brr, jo, hier lesen. Oh. Nö. Nee. Upgrades. Mhm. Zurück. Okay. Gut. Dann habe ich mal Zeit. Ach, ich habe wieder mal keine Zeit. Die stoppt hier. Ist ja super. Da wird es wieder ein bisschen Überlänge, nehme ich an. Horizon. Horizon ist eine gemäßigte Welt. Achso. Bullshit. So. Raues. Ach Quatsch. Raus. Und raus? Nee, nicht so raus. Wie komme ich denn raus? Ach, hier.
finden. Matzenportal. So. Tali rekrutieren? Froschfüßlein soll man rekrutieren. Das ist ja spannend. Den Attentäter, die Justikarin und Ilium. Ach, Ilium, die Justikarin und den Attentäter. Was ist hier? Zitadelle, was ist hier? Lokaler Cluster 100%. Kann man hier irgendwas machen? Schattenmeer, klingt cool. Komm, lass uns mal nach Schattenmeer fliegen. Ich will mal wissen, ob man hier irgendwas machen kann. Ach, ich bin so blöd. Bitte entschuldigt meine Verpeiltheit. So, lokaler Cluster. Wusch. So geil. So, Pluto, Uranus, Neptun. Ne. Haben wir auch irgendwo die Erde? Merkur, Erde. Hui. Auf zur Erde. In die Umlaufbahn fliegen. Hey, Australien. Nähere Informationen nehmen Sie bitte der Standardausgabe des Galaxie-Kodex der Allianz. Der Orbit der Erde ist infolge sehr langwieriger Entwicklung der Raumfahrt voll mit Trümmern. In Höhen über 45 Kilometer wird daher zur Benutzung von kinetischen Barrieren geraten. Population 11,4 Milliarden. Entfernung zur Sonne, ein Lichtjahr. Nee, ein AE. Also AE ist kein Lichtjahr, weil das Licht von der Erde zur Sonne braucht nur 8 Minuten. Insofern ist das wahrscheinlich eine astronomische Einheit, sprich genau diese Entfernung. Erde, Sonne. Möchte ich meinen. Habe ich, glaube ich, in meinem Physikstudium irgendwann mal mitgelernt. Mars. Komm, auf Mars landen. Ich würde gerne auf Mars landen. Ich kann hier nirgendwo landen. Das finde ich doof. Population 3,4 Millionen. Mhm. Also ist auf jeden Fall. Gibt es hier auf Saturn? Population wäre der Hit. Komm. Gasriese. Wie viel ist da drauf? Scanner starten. Sonde gestartet. Hm? Bei Forschungsprojekten wird Platin für Upgrades von Präzisionsgewehren, Schrotflinten und medizinischer Ausstattung benötigt. Aha. Wie geil ist denn das? Komm, wir gucken mal noch ein bisschen. Hier auch noch. Hier ist nichts mehr. Ach, man kann bloß einmal mal wahrscheinlich. Ah, hier, guck mal, da ist noch was. Hier. Iridium. Starte Sonde. Wie geil. Bei Forschungsprojekten wird Iridium für Upgrades von schweren Waffen, Maschinenpistolen und Sturmgewehren benötigt. Mhm. Noch irgendwo was? Nochmal drehen, bitte. Oh, hier ist noch was. Hier ist noch hier Palladium. Palladium? Palladium? Komm, 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 komm. So viel ist aber nicht hier, ne? Lohnt sich da eine Sonne? Oh, oh. Gib ihm. Starte Sonde. Bei Forschungsprojekten wird Palladium für Upgrades von schweren Pistolen, Panzerung und Kybernetik benötigt. Hm. Das finde ich ja witzig hier. Na, okay. Wir gucken mal, ob wir noch woanders irgendwas, Huch, nein, ich wollte nicht da raus. Eieieiei. So, Bergbauspezialist Sting Shepard. So, gibt's noch einen Gasriesen? Jupiter war auch noch ein Gasriese. Umlaufbahn anfliegen. Jawohl. Scanner starten. Hm, ich brauche hier. Oh. Hallo. Starte Sonde. Wie kriege ich bitte schön die Sonden wieder? Nur mal so gefragt.
Hier war gerade was. Sonde gestartet. Platin. Das finde ich ja gut. Noch irgendwas? Wir machen das systematisch. Wir streicheln wie über die... Nein. Über den Bauch einer Frau. Hm? Na komm. Starte Sonde. Bam. Ein bisschen. Gut. Genug Raubbau hier betrieben. Wir wollen im nächsten Teil uns mal wieder der Story widmen. Sorry, dass ich jetzt hier so die Zeit ein bisschen verplempert habe. Und zwar werden wir die Tully, die Froschfüßlein, im nächsten Teil wieder rekrutieren. Ne? Ich bedanke euch für die Geduld, dass ihr hier dabei gewesen seid, als ich hier natürlich in feinster Manier die ganzen Metalle etc. gesucht habe. Ja, muss auch mal sein. Wie gesagt, ich wusel mich ja hier auch noch durch. Und insofern tausend Dank fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder da seid. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst bitte nicht den Daumen nach oben oder einen kleinen Comment schreiben, damit ich auch weiß, was ich vielleicht besser machen kann das nächste Mal. Ne? Feedback ist ja auch immer wichtig. So, in diesem Sinne, tausend Dank. Wir sehen uns morgen, 16 Uhr, Stinkertime mit Mass Effect. Bis dahin, tschüss.